Wenn ich heute etwas gelernt habe, dann ist, dass Marienkäfer keine herzigen Tiere sind, sondern brutale Killer. Was meinst du? Mm-hmm. What do you think? Whatever you just said, sure. Hallo zusammen, ich bin wieder mal unterwegs für Taten statt Worte. Das Mal für Tat 166. Wir sind heute im Grossdietwil und gehen zu Andermatt Biocontrol. Die stellen seit über 30 Jahren biologische Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel her. Und was die sonst alles noch machen, das gehen wir jetzt herausfinden. Wir haben jetzt auch einige Präsentationen hinter uns. Wir haben sehr viel über verschiedenste Parasiten gelernt. Und jetzt sind wir gerade im Lager, um zu schauen, wie Bestellungen verpackt und verschickt werden. So, for the products, we have the instructions for the client to know how he has to use it. We take the instructions with the product and then there's supposed to be the address of the client and then we just turn it, put it in the envelope and then we can send it like this. Did you find something? I mean, there are holes. Wir sind jetzt gerade hier in einem Garten und sind auf der Suche nach Parasiten, die wir nachher mit Produkten von Andermatt Biocontrol werden bekämpfen. Mit was tut man Blattläuse bekämpfen? Jetzt geht mit der Marienkäferlarve zum Beispiel. Und die tun wir einfach aufs Blatt dann drauf, wo die Blattläuse sind, und dann fressen die. Genau, also man kann sie mit dem Pinsel direkt eigentlich versuchen, aufs Blatt drauf zu tun. Ah. Oder man kann sie auch hier unten reinstreuen, dann tun sie selber eigentlich zu den Blattläusen okay. Den Weg finden. Okay. I'm gonna apply some ladybugs, which look so cute. Wir haben jetzt noch andere Parasiten entdeckt, und zwar der sogenannte Dickmaulrüssler. Dem seine Larven sind eigentlich das Problem, weil die fressen bei den Pflanzen die Wurzeln ab. Und am besten braucht man bei dem Fadenwürmer. Die muss man dann im Wasser auflösen und über die Pflanze gießen. So, now we're gonna bite the Dickmaulrüssler-Larven. Also, wir haben jetzt erfolgreich zwei verschiedene Schädlinge bekämpft und das Ganze ohne Pestizide zu verwenden, sondern nur natürliche Mittel. Can I get a thumbs up? Way! So, ich bin wieder daheim. Die Erkenntnis vom heutigen Tag: Biologische Pflanzenschutzmittel bestehen entweder aus Viren, die den Pflanzenschädling spezifisch krank machen und eliminieren, oder aber sie bestehen aus lebendigen Organismen, wie zum Beispiel Pilze, Bakterien oder ganze Lebewesen, wie Marienkäfer oder verschiedene Milbenarten. Der Vorteil bei diesen biologischen Pflanzenschutzmitteln ist, dass sie den Pflanzenschädling spezifisch angreifen, Pflanzen selber und andere Lebewesen dabei aber in Ruhe lässt. Das Ganze hat aber auch einen Nachteil. Und zwar müssen biologische Pflanzenschutzmittel oft speziell gelagert und transportiert werden. Heisst, man kann sie nicht einfach so im Laden kaufen, sondern man muss sie bestellen. Heute haben wir auf jeden Fall viel Theorie gehabt. Morgen gehen wir aber aufs Feld und schauen, wie die Pflanzenschutzmittel in der Praxis angewendet werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt.